So, nee, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Naja, es klappen soll wie verrückt. So, jetzt als erstes blasen wir mal die Ballons auf. Achso, ich habe noch vergessen, einfach einen Kompressor. Reicht einer aus dem Baumarkt. Die Ballons blase ich deswegen auf, damit die schon mal etwas vorgereckt werden. So, was wichtig ist, oder was ich denke, dass wichtig ist, dass wir die Spitze nicht ganz aufblasen, weil dann die ganze Materialstärke noch erhalten wird, bleibt. So, jetzt schneiden wir vorne. Die Gummis ab. Jeder macht das ein bisschen anders. Ich mache es so, das muss man auch dazu sagen. Wird der Ballon mit So, jetzt ziehen wir den vorgereckten Ballon, den ersten drauf. Ich nehme immer zwei Ballons. So, wird hier hinten einfach mit Klebeband festgewickelt. Das ist so eine Sache von mir, weil ich festgestellt habe, dass die Ballons vorne meist in der Spitze platzen. Und ich habe das Gefühl, dass das oft daran liegt, dass das Harz den Ballon angreift, weil Latex wird diffundiert das Harz durch. Also lege ich jetzt noch eine Spitze vom Handschuh darüber. So, auch hier wickele ich. Hier gibt es auch verschiedene Methoden. Der eine macht es so, der andere macht es so. Ich mache es so, wie es jetzt hier. Die Form presst nachher den Rest ein bisschen fest. So, jetzt pudere ich den, nämlich etwas Talkum, weil noch was drin ist. Ja, ist noch was drin. Grab den Ballon damit ab. Jetzt haben wir unsere Lanze fertig. Also wir brauchen, oder ich brauche einen Pinsel und eine Rolle. Der Pinsel an der Haarwurzel wird er einmal mit Sekundenkleber behandelt, damit er keine Haare verliert. Das sind günstig Pinsel. Kriegt man ziemlich günstig im Malerbedarf. Die Form haben wir schon vorbereitet. Und Norbert schwenkt jetzt mal einmal um.